Und du sagst ja auch, ne, so innerhalb 72 Stunden sollte man das Gelernte umsetzen. Und sie haben jetzt hoffentlich bei mir was gelernt, aber sie haben auf jeden Fall bei den anderen Kollegen etwas gelernt. Und der Uwe Bartholomä zeigt ihnen jetzt, wie sie in 72 Stunden was umsetzen können und warum das Sinn macht, gleich loszulegen. Okay. Ja, der Titel 72 Stunden, der klingt ja so ein bisschen, ne, cool, ja. In 72 Stunden jetzt etwas umsetzen. Ja, das ist ein Teil meiner Überlegung, das, was ich Ihnen jetzt so noch auf den Weg geben möchte. Wir haben jetzt ja, wenn man so 2 Tage Seminar, Fachtagung hinter sich hat, dann haben Sie ja viele verschiedene Themen aufgenommen. Also das ist so, wenn man jeden Tag die verschiedenen Themen, die Vorträge dann hat, dann ist ja die Frage da, was nehme ich denn mit? Und wenn Sie jetzt mal kurz innehalten, was nehme ich mit von den 2 Tagen? Dann haben Sie ja vielleicht 1 oder 2 Themen, die Sie wirklich mitnehmen. Und da ist so meine Frage dann, oder auch meine Antwort, wenn ich was mitnehme, dann sollten wir dann damit auch die Zukunft gestalten. Weil das ist der Sinn unserer ganzen Aufgabenstellung, warum wir überhaupt diese ganze Veranstaltung auch machen und dass wir uns so mit dem Thema Wissen und Schulung und mit den ganzen Themen auseinandersetzen. Was braucht es dazu? Da möchte ich Sie natürlich ermuntern. Was braucht es dazu, wenn ich etwas umsetzen möchte? Entschlossenheit, ja, Träume und Ziele in die Tat umsetzen. Das ist so das, wenn wir irgendwo, also ich sage immer, jeden Tag laufen wir an zig Chancen vorbei, an Ideen. Oh, toll, das ist was. Und ich weiß selbst von mir, wie schnell man das wieder vergessen hat dann, ne? Weil man hat ja wieder andere Dinge, die auf eins zukommen. Und das ist letztendlich dann so das Thema, was passiert eigentlich, warum werden so wenige Dinge oft auch dann umgesetzt in die Realität gebracht. Ich hatte das so in meinen kleinen Vorträgchen, die ich Ihnen hier so in den letzten 2 Tagen vorgestellt habe, war ja so das Thema, okay, einfach machen. Ne? Und da gibt es einen Unterschied zwischen Wissen und Wirken. Dakota-Indianer, die hatten da mal so einen Spruch, der hieß, einen Moment, wenn das Pferd tot ist, dann steige ab. Bei uns, in unserer Welt, funktioniert das jetzt anders. Wenn das Pferd tot ist, dann hole ich mir einen Berater. Und der sagt mir, dass das Pferd nicht tot ist. Und dann bringt er auch noch wissenschaftliche Beweise, dass das Pferd nicht tot ist. Und dann habe ich ein Problem. Ne? Und in dieser Welt leben wir heute. Das heißt also, ich muss mich entscheiden, sagen, okay, Pferd ist tot, ich steige ab und es geht weiter. Als kleines Bild. Okay, um klar zu sehen, muss ich eine andere Position einnehmen. Da ist immer gut, den Standort mal zu wechseln. Ne? Die wenigsten denken nach, weil es so anstrengend ist. Sie kauen mehrmals ihren Blickwinkel durch und kommen deshalb nicht auf neue kreative Ideen. Ne? Wir sind ja programmiert, ne? Wir haben unsere Sicht. Ne? Jetzt gehen wir mal woanders hin und gucken mal woanders. Ne? Ah, ein ganz anderes Gesicht. Ne? Fällt uns, ich spreche auch von mir, oftmals schwer, weil wir sind eingefahren in unsere Struktur, in unsere Prägung und Muster. Ich kann Sie nur ermuntern, steigen Sie da heraus, machen Sie mal was anderes und wechseln Sie den Standort. Ja, dazu braucht es, und es ist auch, da gibt es auch Wissenschaftler, ich habe ja gerade von einem Wissenschaftler von gesprochen, die uns alles Mögliche beweisen, ne? Die haben dann auch mal so bekannte Leute, erfolgreiche Leute, ob das so Einstein, Gandhi und was weiß ich, wer da alles ist. Und da haben sie mal rausgefunden, das sind so diese Merkmale, die wichtig sind, um wirklich etwas zu verändern.
Und wir leben ja heute in einer Industriegesellschaft, in einer Konsumgesellschaft. Wir alle sind die Power-Konsumenten. Auch derjenige, der meint, er konsumiert nicht in unserer Gesellschaft hier, der konsumiert viel. Ja. Und da gehört es einfach dazu, dass man sich mal darauf besinnt, wo ist meine Kraft, wo ist meine Willenskraft, meine Willensstärke, wie kann ich etwas umsetzen? Ja, und was steht uns im Wege? Das ist ein Gehirn, so funktioniert unser Gehirn. Das steht uns oft mal im Wege. Kennen Sie das? Sie denken was, das will ich nicht. Und Ihr Bauch sagt, nee, das will ich anders. Kennt jeder wahrscheinlich, dieser Widerstreit. Ne? Wer gewinnt meistens? Gehirn? Bauch? Okay. Also meistens gewinnt der Bauch. Meistens gewinnt der Bauch. Ja. So. Also, das steht uns im Wege, da müssen wir ran. Ne? Da muss man sich damit auseinandersetzen. Da gibt es ein paar Hürden zu überspringen. Erkläre ich jetzt nicht. Dann werden nächste halbe Stunde Gehirn erklären, was da alles passiert. Ganz spannend, kann ich jedem empfehlen, sich da ein bisschen mehr auch damit auseinanderzusetzen, weil das ist oft das Thema, das seit 20.000 Jahren unser Gehirn der Menschen sich nicht verändert hat. Ne? Also man sollte jetzt nicht sagen, also wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und jetzt die Menschen sind doch jetzt so weit und denken und machen. Da tut sich nicht so viel. Wir haben die Möglichkeiten, die wir haben, die haben wir. Und die können wir nutzen. Und wenn man die bewusst nutzt, dann kommen wir alle weiter und dann können wir auch etwas verändern. Dann können wir sagen, ja, wir machen das. Ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es hat dann wirklich die Wirkung, um die es geht. Tja, was die Zukunft betrifft, ist deine Aufgabe nicht, sie vorauszusehen, sondern sie zu ermöglichen. Das heißt also, mir nutzt es nichts, immer die guten, tollen Kommentare. Kennen Sie die Begriffe so wie hätte, sollte, eigentlich? Ne? So im Betrieb oft. Ja, eigentlich hätte das funktionieren müssen. Kennen Sie das? So. Der Prozess, den haben wir doch organisiert. Ne? So gibt es keine Veränderung. Wir müssen ganz klar arbeiten dran und in die Realität bringen. Und das ist mein zentrales Thema, das, was ich Ihnen jetzt hier von unseren ersten Fachtagen in Verden, wir sind ja eine überschaubare Größe von Menschen, ich habe gesehen, es gab viel Austausch auch und das ist uns auch wichtig. Und als Erstveranstaltung an diesem Ort, glaube ich, haben wir ganz viele neue Erfahrungen machen dürfen. Und jetzt überlegen, was ich mitnehme, muss ich, nein, muss ist falsch, als Chance, 72 Stunden, es ist eine Faustregel, wenn ich eine neue Erkenntnis habe, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich sehe was und sage, Mensch, das Kind, das will ich gerne tun oder das ist eine gute Idee, das kann ich in meinem Betrieb umsetzen oder ja, wenn ich das nicht innerhalb 72 Stunden, also 3 Tagen, beginne oder umsetze oder beginne, anfange, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich es umsetze oder dass ich es integriere in meinem Leben bis auf 1%. Da waren auch Wissenschaftler dran, die sich das mal so, und haben die gesagt, ja gut, 72 Stunden ist so eine Faustregel eben. Ne? Aber wenn sie... Man ist oftmals auf einer Veranstaltung, oh toll, am nächsten Tag immer noch so, ah ja, ja, am zweiten Tag dann danach, ja, da sollte ich, am dritten Tag ist es schon, ne, war toll. Und danach ist es oftmals dann irgendwo versagt. Ach ja, da war mal was. Und es ist schade. Es ist Ihre Zeit, die Sie 2 Tage hier investieren. Und es wäre doch toll, wenn Sie 1, 2, 3 Dinge vielleicht aus diesen 2 Tagen herausnehmen und sagen, genau, das packe ich jetzt an.
Und die 72-Stunden-Regel, da können Sie auch gerne mal im Internet nachgucken, da wird viel drüber gesprochen, haben Sie über 4000 Treffer, wenn Sie 72-Stunden-Regel eingeben. Ja, da können Sie sich stundenlang beschäftigen, damit haben wir gerade gehabt. Ja? Ja, also lesen, was dahinter steckt. Aber letztendlich geht es immer nur um eins. Und das, was ich bei meinem Beginn so Ihnen auf den Weg gegeben habe, einfach machen. Was heißt es? Machen. Tun. Nur dadurch kommen wir weiter. Und das ist so ein bisschen ein kleiner Gedanke, so, den ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, von unserer Fachtagung und von der Idee, was ProKlima, was da dahinter steckt als Idee. Da steckt mehr dahinter wie nur ein Produkt oder System, sondern wir arbeiten auf der Ebene, dass wir sagen, wir wollen mit vielen Menschen zusammenarbeiten, wir wollen die Fachkompetenz nach wirklich heben und den Austausch, nämlich durch den Austausch kriegen wir noch mehr Fachkompetenz. Jeder kriegt mehr Fachkompetenz, nur wenn man miteinander spricht und sich austauscht. Und da wollen wir die Plattform bieten. Und ich bin gespannt, was wir hier in Verden noch hinbekommen. Mein Blick zu Thomas. Aber ich denke, wir sind da, haben einen ersten Schritt gemacht, in die Realität gebracht. Insofern wiederhole ich mich natürlich immer gerne, weil Wiederholung, die setzt uns mehr in den Kopf hinein. Ja? Das ist der alte Trick. Ne? Deswegen habe ich auch an der Fachtagung nicht nur einen Vortrag erhalten, sondern immer nur so kleine Schnipsel, dass ich Sie irritieren kann mit meinen Ausführungen und vielleicht, dass ich Ihnen eine neue Idee geben kann, die Sie sich in sich heraus produzieren. Und oftmals wird mir gesagt, Uwe, du musst jetzt mal die Leute motivieren. Und dann sage ich, okay, ich kann sie nicht motivieren. Warum nicht? Es gibt Motivationstrainer, die verdienen richtig gut Geld, ne? Die stehen und machen ganze Säle, 1000 Leute, tun die dann motivieren. Alles Unfug. Ich oder kein Mensch kann sie motivieren. Ja, Kaffeefahrt. Sondern Motivation ist ein Vorgang, der kommt nur aus ihnen selbst heraus. Motivation kommt nur von ihnen selbst. Motivation kann nicht von außen zu ihnen gebracht werden. Was ich machen kann, ist ihnen nur Ideen bringen. Motivation, ihre Eigenmotivation, kann nur von ihnen selbst kommen. So, und wenn man dann Ideen hat, und da wiederhole ich mich gerne, setzen Sie sich in die Tat um. Und manchmal klappt es auch nicht gleich. Logisch. Wird es schwer. Haben wir schwere Wege oft vor. Wir haben vor 10 Jahren in Neuseeland angefangen. Und keiner wollte unsere Sachen haben. Ne? Wir haben bloß gesehen, die höchste Asthmarate in Neuseeland. Also da muss man doch was tun. Bei den Kindern, die höchste Asthmarate bei den Kindern, bei bester Luft auf dieser Welt. Weil die Häuser undicht sind, weil die verschimmelt sind. Weil im Winter auf der Südinsel nur 15 Grad in den Kinderzimmern ist. Und dann fragen wir, warum ist das so? Ja, das ist so. Die kennen seit Jahrzehnten nichts anderes, deswegen ist es so. Ne? Und deswegen arbeiten wir so lange an dem Thema, weil wir was verändern wollen. Integration. Und heute sind wir soweit in Neuseeland mit 12 Mitarbeitern und haben eine ganz tolle Firma da, ganz tolle Menschen, die einfach sagen, jetzt haben wir da etwas verändert. Und viele begeisterte Projekte und gute Sachen realisieren können. Insoweit wünsche ich Ihnen, dass Sie die 3 I's mitnehmen bitte jetzt die Heidi nach vorne. Ja? Wir sind nämlich jetzt, glaube ich, so langsam am Ende, genau. Am Ende angelangt. Genau. Erstmal danke an Uwe Bartholomä.